Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tropico 5 und zwar zusammen mit dem Balthasar N. Ja, servus. Und mein Gegner oder mein Leidensgenosse ist der Eisreiter. Am Anfang ist es noch der Leidensgenosse. Ja, am Anfang, wenn wir noch zusammen hier gekämpft haben, zum Beispiel gegen den Vulkan. Genau. So, ja, leg mal los. Dann ja. Drücke ich nämlich auf Start. Gut. So, ich werde jetzt erstmal gucken, was da in dem Palast ist. Okay. Ja, da muss man wieder irgendwas erforschen und sowas. Ausbildung. Ich glaube, da müssen wir auch was tun, irgendwie, dass die Ausbildung besser wird, kann das sein? Naja, gucken wir uns das erstmal an, ja. Ich muss jetzt auch erstmal gucken. Mal schauen, was hier los ist. Ach, da müssen wir erst was freischalten, bis wir da hinkommen, was die gerade wollten, ne? Also ich muss auch noch erst was erforschen, bevor ich da was machen kann. Okay, und dann gucken wir uns das mal langsam an, was da passiert, ne? Gut, Geldprobleme habe ich weniger. Zum Glück brauchen wir nicht mehr, wie heißt das hier? Na. Ja. Das Mandat erneuern. Ja, genau, das Mandat, aber dafür hast du ja jetzt, musst du die Bevölkerung bei Laune halten, stimmt, weil du ja, weil du ja jetzt freie Wahlen und solche Geschichten hast. Deswegen. Ja. Freie Wahlen, hatte ich nicht eine Diktatur? Ich weiß nicht, was du ausgewählt hast. Überall dreht sich jetzt gerade so ein Symbol über mir, was durchgestrichen ist mit irgendwie einer Person oder was. Was soll das mir denn sagen? Das weiß ich jetzt nicht. Okay. Keine Ahnung, da sind wohl Halsabschneider oder sowas, steht da im Text. Ist das überall so? Okay. Gut, müssen wir mal gucken, was wir so machen können. Wofür ist denn Parkplatz gut? Damit können die ihre Autos parken und das erhöht die, muss man lesen, das erhöht, glaube ich, irgendwie die Zufriedenheit bei den Arbeitsplätzen. Irgendwie so, da musst du mal gucken, das steht, glaube ich, mit dabei. Ich kann es jetzt nicht auswendig sagen. Okay. Ja, das mache ich erstmal nicht, das gefällt mir nicht. Dafür ist das hier noch alle zu klein. Prohibition. Seine Vorgesetzten achtete. Prohibition. Wow. Ja, was ist hier los? Oh, da gibt es jetzt Baukräne. Die gab es, glaube ich, sonst noch nicht, ne? Ich baue jetzt gerade zwar was, aber das ist anscheinend so klein, das braucht kein Baukran. Ja, das kann natürlich auch sein, wenn das Gebäude größer ist, dass man dann einen Baukran kriegt. So, das läuft. Ah, das ist ja was hier. Das brauche ich noch. Zigarrenfabrik ist geil. Mein Präsident, der braucht einen Zitkara. Weiß jetzt nicht, ob da ein Haus abgerissen wird, aber es sieht nicht so aus, ne? Naja. Ich wollte noch eine Plantage bauen. Jetzt mal gucken, ob wir die hinzimmern können. Oh, bauen wir erstmal, ne? Gucken, was dabei rumkommt. Einfach alles hinstellen, ne? Oder wie war das? Nachher gucken, ja, das passt alle gar nicht zueinander. Schon ein bisschen gucken, dass man das baut, was man auch unbedingt braucht, beziehungsweise wo man meint, was man braucht. Und ein paar Hütten brauche ich noch in der Gegend.
So. Hier geht jetzt nichts mehr. Oh, Geld alle, super. Oh. Wieso ist das denn jetzt, wenn man so schnell weg war? Da sind so teure Sachen bei. Ich weiß nicht, was du alles gebaut hast. Ja, wir werden sehen. Behalte deine Zufriedenheit von den Leuten im Auge, ne? Über 50% muss sie bleiben, ne? Oder wie ist das? Ja, weil es gibt dann irgendwann mal Wahlen, beziehungsweise was die Möglichkeit. Ja. Und dann ist es schon entscheidend. Schlechte Gesundheitsversorgung habe ich. Das ist nicht gut. Jetzt habe ich zwar eine schöne Übersicht mit beliebt. Ach, die kann man auch mal anklicken. Aber da sehe ich auch nicht, wo die Unbeliebtheit sitzt, oder? Und dann muss ich da einen anklicken und der sagt mir das dann. Nee, machst du am besten über, gehst du auf den Daumen hoch, klickst du drauf und dann bist du direkt im Menü drin. Warte mal, da muss bestimmt das zu. Ja, das hatte ich schon offen. Ja, da steht dann, und dann kannst du eigentlich gar nicht so viel auf dem ersten Blatt so richtig sehen. Ja, du hast ja in dem Daumen hoch Zufriedenheit und dann siehst du, wo die Ausprägung ist. Es ist dann Sicherheit, Unterhaltung, Nahrung, Gesundheitsversorgung, Religion, sehe ich gerade, ist auch bescheiden bei mir, obwohl ich eigentlich eine Kirche habe. Das können wir machen. Also das, was du mir gerade gesagt hast, das finde ich jetzt nicht so wirklich. Wenn du gehst auf Auf den dem linken Daumen. Reiter, ach, das Ganze ist, ja, habe ich gemacht. Dann geht ja dieses Fenster da auf. Ja, und dann bist Und du auf dann der habe ich die Politik. Übersicht, oder? Ja, und dann bist du auf der Politik und auf der linken Seite sind noch die ganzen Briefmarken noch angeklebt. Ja, genau. Und da ist der zweite von oben, der mit dem Daumen hoch. Und da Ach, ist die der da, okay. Gesamtzufriedenheit und da ist dann die Aufteilung. Okay. Dann kannst du mindestens, siehst du schon mal, wo die Hauptrubriken bzw. Ja, ist klar. Hauptproblemfälle bei dir sind. Ja, okay, das hatte ich gesucht, habe es aber nicht gefunden. Ich war über Also. die Beliebtheit nochmal anklicken gegangen und da kam irgendwer anders dann. Boah, woher soll ich denn jetzt wissen, was es hier auf der Insel gibt oder Wir nicht haben gibt, die ne? Chance, den Ausgang der nächsten. Ja. Egal, Schicksal. Oh shit, ich habe das falsch importiert. Das Eisenbergwerk habe ich schon. Jetzt gibt es noch mehr Eisen. Naja, egal. Ja, wir müssen unbedingt was für die Schule, glaub, tun, damit das vorangeht. Kann das sein? Schule habe ich, muss ich mal schauen, was ich jetzt gerade noch geschaut Well done. habe. Es hat zwar nichts gebracht und das Land ist offiziell in einer Wirtschaftskrise, aber wir schätzen Ihre Bemühungen. Zack, dein Geld ist schon wieder knapp 50%. Ah, dann wird die auch rot, auch schön. Okay, dann muss jetzt hier mal ein bisschen. Ah, da kommt gerade ein Schiff, das ist doch schon mal positiv. So, ich muss jetzt erstmal hier. Irgendwo habe ich eine Verordnung erlassen, die möchte ich jetzt wieder loswerden. Prohibition nämlich. So. Was da alle gibt. Okay, Geld ist wieder ein bisschen gekommen. Ich überlege gerade, wie ich Schulden zurückzahlen kann, weil ich habe nämlich noch Schulden wegen der demokratischen Geschichte da. Okay. Weil da musst du mal wenn du auf Verordnung gehst, da hast du da bei dem Reiter Weltkriege, hast du Staatsschulden. Wenn du da drauf gehst, siehst du. Staatsschulden, wo stehen die? Ja, in den Verordnungen. Ja, da bin ich schon. Und dann hast du Weltkriege, die obere Weltkriege, Register. Weltkriege.
Gibt es denn nur Allgemein- oder Weltkriege? Aha, wenn ich jetzt auf dem. Ach, da unten ist wieder was. Weltkriege, alles klar. Na, so Staatsschulden. Staatsschulden. Und ich glaube, man hat diese 20.000, hat man da irgendwie als Schulden, oder? Sehe ich das Ja, falsch? sieht wohl so aus, ja. Schulden steht da ja und darunter steht ja eine Summe. Hm. Und wie kann ich die weggehen? Komisch, ne? So, wenn ich jetzt auf Anleihe kaufen gehe. Ah ja, Anleihe kaufen. Dann geht's weg, oder was? Ja. Okay. Aber auch nicht alles. Ich habe irgendwie habe ich noch irgendwas an Schulden. Na, muss ich mal gucken. Weil Bonität, das ist doch. ich habe nämlich gerade eine fette Zinsrechnung bekommen von 4.000 irgendwas. Das fand ich nämlich nicht so witzig. Okay. Franz Ferdinand reist nach Serbien. Alle möchten. Schaut es eigentlich mit der Forschung aus? Ist immer noch nicht so weit. Ach. Oh, was will er denn jetzt sehen? Das muss ich jetzt nicht machen, oder doch? Verfassung hat er mir jetzt aufgemacht. Ich weiß nicht warum. Du hast die nächste Stufe erreicht. Verfassung Schon gibt's. wieder? Ach Gott, du glaubst es nicht. So schnell will Gibt's. ich doch gar nicht wachsen. Nein, das eine war das Wahlrecht und so, und jetzt ist da so ein Gummiadler und da kannst, glaube ich, Sachen auswählen. Du musst da mal gucken, aber ich Okay. habe es vorhin auch verpennt. Ich habe einfach auf OK gemacht. Mehr Handel? Was für eine ungewöhnliche Idee. Ich werde auf der Stelle ein entsprechendes Gesetz fassen. Bauen Sie einen Trockenduck. Finde ich denn das? Trockenduck. Ja, Kompass. So, jetzt muss ich nur schnell was bauen. Ich bräuchte mal wieder irgendwie ein bisschen Geld oder so. Das wäre manchmal nicht so Okay. schlecht. Kommen bei dir keine Frachter, aber bei mir kommen die immer. Ja, aber ich habe immer noch 7.000 miese. Tendenz Oh, da gibt's steigend. noch. Irgendwo habe ich einen großen Verbrauch in irgendwas. Okay. Das läuft. Das brauche ich auch noch. Passt. Da arbeiten wir dran, dann sind die bestimmt gleich alle glücklich. Oh, da ist ja noch so ein Symbol. Da müssen wir das mal anklicken. Okay, warum steht dieser Baukran da so still rum und es passiert nichts? Das ist nicht gut. Ist keine Straße vielleicht dort oder so? Nee, das ist mit der Straße nicht das Problem irgendwie. Das ist der Bau. Ich baue ja erst, also. Und das ist direkt an der Straße. Eigentlich dürfte das nicht das Problem sein. Oder kein Geld. Weil kein Geld ist, glaube ich, kein Bauen. Wenn du im Miesen Okay. bist, wenn ich mich nicht täusche, wenn ich so mich so Ach, da recht. hinten, super. Nee, Geld ist ja auch noch vorhanden, oder so ist nicht genug Geld vorhanden, das weiß ich jetzt nicht. Hast du Arbeiter in deinem Baubüro? Das ist das Transportbüro. Ja, es sind genug drinne. Aber vielleicht braucht man schon ein zweites Baubüro, oder ist das nicht so wild? Eigentlich nicht, oder? Nee, eigentlich nicht. Bis jetzt konnte ich noch alles ohne Probleme bauen, ohne große Verzögerung. Und ich sehe jetzt auch nicht irgendwo, dass ein zweites. Ah, doch, da wird noch was gebaut. Ah, vielleicht ist das, dass er eins gebaut wird und dann das andere. Das kann schon möglich sein.
hat jetzt keinen anderen Sinn. Ich wollte diese Sache lieber schnell bauen. Das war jetzt zwar etwas teuer, aber sonst hätte ich das nachher nicht geschafft. Tja, super, ein neuer Erbe. Oh, falsch was angeklickt. Ach Gott, der Erbe kommt jetzt sofort, oder was? Ah, das ist es. Frisur und sowas. Ja. Mal gucken, Heinrich. irgendwo Fristen oder irgendwo was an Geld auf, Einnahmen, Ausgaben. Ausgaben. Passt. Was, nächstes Jahr Wahlen? Wieso das denn? Tja, das habe ich dir gesagt. Da musst du mir jetzt Obacht geben. Muss ich die jetzt schon als Nachfolgerin auswählen oder was? Nein, ne? Du wirst aufgefordert, einen von deinen Leuten als wählbar anzuklicken, also der gewählt werden kann. Und du hast eigentlich einen Gegenspieler hast du oder Gegenspielerin. Okay. Aber du musst jetzt gucken, dass du innerhalb von einem Jahr oder was du Zeit hast, dass du halt die Stimmung, die Zufriedenheit hochhältst. Ja, okay. Weil sonst wird es dann halt zu Ende sein. Okay. Also ich muss immer über 50% bleiben, ne? Ja, sogar noch Und mehr, besser noch ein glaube bisschen ich. mehr, damit Ja. du nicht, ne? Ja. Weil du kannst nämlich kurz am Monatsende nochmal abrutschen. Das ist nämlich gefährlich. Ja. Unser bester Material. So. Jetzt haben wir was freigeschaltet. Gucken, dass ich da noch eine Straße hinkriege. Wunderbar. Ich hörte Straße von ist einem auch da. gefährlichen Bruder, dem Anführer der Resistance. Ich hörte von meinem geliebten Waffenbruder, die Resistance und die französische Nation wurden stehen. Jetzt muss ich gucken, dass ich noch was baue. Wieder super. Und ich weiß gar nicht, wo ich das finde. Ach, da komme ich erst noch mal gar nicht dran. Ja, noch besser, ne? Ach, Leuchtturm, wofür ist der denn gut? Musste nachgucken, kann jetzt dann auch so nicht sagen. Ich glaube, eine Handelsroute kann es sein, ich weiß nicht. Mal gucken. Steht wahrscheinlich, wenn ich das anklicke, nur, ne? Oder wenn ich das angucke. Wahrscheinlich, ja. Bietet zusätzliche Handelsangebote. Okay, dann kriegst du halt nur Angebote. Glaube, das habe ich auch noch nicht. Und das sieht so aus, als ob das wichtig wäre. Na super, toll, ein Vulkan bricht aus. Echt? Ja, hast du das Erdbeben auch? Ja, gerade eben. Ist aber wahrscheinlich bei mir der um die Ecke, ne? Bei dir Ich nicht. weiß es nicht.
Ja, der zischt schon so komisch. Ja gut, aber bei mir zischt er auch die ganze Zeit. Bei Ja, mir aber ist der hat er auch das sogar gesagt. dunkelbraun. Der Er Dampf, der da bricht rauskommt. gerade bei mir aus, hat er bricht einer aus, hat er mir gesagt, aber. Ja, bei dir ist er noch weißer Rauch. Bei mir ist er dunkelbraun. Also er schaut eher bei mir aus. Okay, jetzt wackelt das Bild wieder. Ja, bei mir Es auch. ist nicht der Computer, der da schlecht ist, sondern das ist das Spiel. Ja, okay, ich glaube, das ist, lassen wir aber vielleicht eine Runde später Ja. beheben, oder? Ich denke, wir speichern jetzt gerade ab. Ja, genau. Nicht, weil wir cheaten wollen, Nee, sicher ist sondern weil du sicher. zeitig bist. Wir Weil du haben da zeitig schon bist. ganz blöde Erfahrungen gemacht. So, okay, Speicherbildschirm hatte ich. Ja, ich Sollte auch. also funktioniert haben. Ja. Gut. Ja, dann will man sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ja, und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Danke, tschüss. Bis dann, tschüss.